Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part direkt von WarioWare INC. Wir fahren direkt fort bei diesem Alien, der nämlich Orbulon heißt. Da haben wir letztes Mal den Chibi zum zweiten Mal besiegt und drei weitere Gegner freigeschaltet und können jetzt direkt hier ins Weltall starten, wo man die Erde schon hier oben erkennen kann. Und das ist ein Raumschiff, das ein bisschen aussieht wie so ein Schwein, ja, ein bisschen wie so eine Schweinsform. Der Grund dafür ist mir nicht erklärbar, wenn das so haben wollte. Kein Schimmer. So. Da scheint jetzt irgendwas defekt zu sein oder irgendwas passiert zu sein, das Raumschiff. Also irgendwie, der Alarm ist gerade an, kann man auf jeden Fall hören. Hilfe, Hilfe, ruft er, okay. Oh, da fliegen so ein paar Meteoriten auf dem sein Schiff zu und da oben kommt so ein kleines Raumschiff noch. Und hier geht es jetzt dann mit der Mission los, zählen. 1, 2, 3. So, jetzt geht es das richtig, richtig los mit den Missionen. Manchmal verspreche ich mich, da mache ich einfach blub und dann ist das, ist die Sache auch schon wieder gegessen. Negativ, widerlich. Was? Ich bin widerlich. Leona ist widerlich. Das ist ja mal nicht schön. Unschön. Nicht schön. Und weiter geht's mit Gießen. Das geht hier rein. Da muss man auch mal den Wasserfluss hier ein bisschen betrachten, wie der so am besten funktioniert. Und dann kann es auch weitergehen. Angleichen. Okay, hier. Yay. Und gut getroffen. Das wäre es dann auch schon wieder für diese Mission. Ich kann auch nicht versprechen, wie weit ich komme, wie viel Versuche ich brauchen werde, bis ich den Ding hier schaffe. Aber ich werde gucken, dass ich es hinbekomme. Ich glaube, das hier war er. Genau. Da muss man auch mal scheiße gut raten können, auch manchmal, wenn man keinen Durchblick mehr hat. Und wir kommen zur ersten Speed-Up-Version. Und hätten aufpassen. Nicht aufpassen, anpassen. Tja, wie kann man da wohl drauf kommen? Ich habe keine Ahnung. Scheißegal, weiter geht's. Schon wieder. Diese Mission, die kann man einfach nicht schaffen. Ich weiß auch nicht, wie die geht. Aufpassen, da ist irgendwas durch die Gegend geflogen, so das hier war's, Zwiebel oder, ach, keine Ahnung, irgendwas halt, auswählen, der hier, genau, von den vier Stück, den falschen raussuchen, und weiter geht's, mit suchen, okay, wieder mal verkackt, jetzt kommen wir zur nächsten Speed-Up-Version, ich habe leider nur noch ein Leben, ich habe keine Ahnung, wie lange ich das noch durchstehe. Oh, der hier war's. Genau, wieder eine richtig. Wenn wir gleich irgendwann zum Boss kommen würden, wäre es nicht schlecht. Die sind natürlich schwere hier, das sieht man ganz klar. Muss natürlich so stimmen. Und es geht weiter mit auswählen. Die hier. Ja, 6 zu 1. Okay, das kommt man klar erkennen an dieser Stelle hier eigentlich. Suchen, ne? Gestreifte Katze, da. Ah, da haben wir die schöne Katze auch schon gefunden. Es geht weiter mit der Boss-Stage, Leute. Wow. Und das wäre besiegen. Oh, scheiße. Wie geht das jetzt? Ah, es ist Hunger. Du kannst angreifen. Was wirst du tun? Schlagen. Ich schlage ihn. Okay, das tat weh. Hoffentlich tut es ihm auch weh. Was mache ich? Ich tue kämpfen oder kämpfen? Ja, lieber kämpfen, würde ich sagen. Nein, du Affe. Hungersangriff. Wahnsinniger Schaden, die Erde ist zerstört. Ja, ja, du bist... Nein, alter Leute, ich bin gestorben, verdammt, ohne Witz. Ah, fuck, 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 fuck. Okay, auf einen neuen Versuch. Ich probiere nochmal mein Glück hier. Da gehört's rein. Und wieder mal das Gießen richtig gemacht. Mein Gott, jetzt habe ich schon wieder einen zweiten Versuch gebraucht. Bisschen peinlich irgendwie, nein, oder? Findet ihr das peinlich? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Der hier ist es. Boah, gut aufgepasst, würde ich sagen. Und direkt weiter geht's mit Angleichen. Auch schon wieder eine Mission mehr. Und einmal rüber. So, fertig. Nächste Mission. Zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Bitte stimmt's. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, gut, sehr schön. Und direkt weiter geht's mit Positiv. Nett. Coole, diesmal bin ich auf einmal nett. Tja, das ist doch irgendwie auch ein bisschen verarscht, oder? Erst bin ich, was war ich denn, widerlich. Ja, und jetzt bin ich nett. Speed-Up-Version Nummer 1. Wir kommen zu erinnern. Schon wieder nicht. Ich schwöre, das war eh wieder falsch. Alter, das Spiel, das zockt mir mein letzten Leben immer ab. Das war eine Zitrone. Zitrone! Lol. Und nächstes hätten wir auswählen. Der hier. Sehr gut. Hat auch wieder gut hingehauen.
Weiter geht's mit Mission Nummer 8. Und da kommt Anpassen. Schön. Ja, manchmal geht's einfacher, manchmal geht's schwerer. Es kommt, wie es kommt. Es geht, wie es geht. Suchen, ne? Wo soll man hier bitteschön was suchen? Auch wieder nicht gefunden. Schöne Verarsche, würde ich sagen. Auswählen. Ja, die sind doch klar schwere, Leute. Das sieht man auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick, wirklich. Es geht weiter mit Auswählen. Die hier sind mehr. Ah, 5 zu 2. Okay, diesmal waren es 2 statt 1. Konnte man aber trotzdem noch gut erkennen, eigentlich. Auswählen. Da haben wir den hier drüben. Ja, das ist ein bisschen Glücksspiel. Ja, okay, aber wenn man gut aufpassen kann, ist es eigentlich kein Glücksspiel. Suchen, ne? Ah, fuck man, die war genau in der gleichen Farbe eigentlich. Kommt man nur schwer erkennen. Boss Stage. So, jetzt habe ich noch einen Versuch, Leute. Und diesmal sollte ich es echt schaffen. Besiegen. Schön überlegen. Ah, es ist Hunger. Hunger wieder. Du kannst angreifen. Was wirst du tun? Knarre, Knorre, Knarre. Knarre, ich schieße ihn ab. Das tat weh. Hunger greift an. Was wirst du tun? Gucken oder ducken? Ja, ducken würde ich sagen. Wenn ich gucke, dann schlägt er mich zusammen. Benutze Magie. Was setzt du ein? Forst oder Frost? Frost. Ja, das wird ihn eiskalt einfrieren. Es wird knapp. Letzte Chance. Drücke A. Sieg. Der Gnadenstoß. Du besiegst Hunger. Und hoffentlich war es das auch. Bitte. Ja, wir haben diesen Orbulon-Alien befreit. Der wäre sonst hier abgestürzt irgendwie. Ja, ich habe dich besiegt mit deiner coolen Sonnenbrille. Erstarre in Ehrfurcht vor meinen Alienkräften, Erdling. Tja, glaube ich eher nicht, denn ich habe dich ja eiskalt besiegt. Mist. Ciao. Mist und ciao. Ja, jetzt regt sich erst auf, dass er verloren hat, dass seine Minispiele zu billig für mich waren. Und dann darf ich jetzt anschließend wieder, denke ich mal, auf die Erde zurück, wo ich auch hingehöre. Ich habe im Weltall nichts zu suchen. Ja, in dem Fall. Oh, da fliegt das kleine Raumschiff. Ist ja gar nicht groß eigentlich. So groß wie eine Parkbank. Und wir sind wieder zurück bei der Eisdiele, wo jeder sein Eis leckt, schleckt und ja. So, dann hat er noch was zu sagen. Briss, du hast es geschafft. Input Error. Oh ja, das ist ein kleiner Error. I am Error. Ich bin ein Fehler. Ha, ich bin ein Fehler. Nein, genug mit Witzen, genug mit Spaß. Das war's auch wieder für dieses Let's Play. Noch kurz abspeichern, was hier immer so ewig lang dauert. Ja, dann schauen wir mal hier. Nächstes Mal kommt dieser Dr. Krüger. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ein zweites Mal. Und wir sehen uns dann nächstes Mal. Macht's gut.